You are the chosen few, protectors of our world. This is your time. Und hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja, wie ihr es schon im Hintergrund seht, beziehungsweise im Titel gelesen habt, Battlefield 5 News sind am Start, leider traurige News, und Battlefront 2 News sind auch am Start, leider auch traurig. Und ja, wir kommen jetzt mal zu diesen News, und zwar kommen wir erstmal zu Battlefield 5. Und zwar, Battlefield 5 sollte ja eigentlich ein Update bekommen, diese Woche noch. Und ja, dieses Update ist ja ausgefallen, wie jetzt wahrscheinlich die meisten schon mitbekommen haben. Und dieses Update wurde erstmalig auf Mitte Mai verlegt. So ist der Plan. Sie haben gehofft, es schon vielleicht im April zu veröffentlichen, aber leider schätzen sie, dass sie das nicht einhalten können. Deswegen haben sie erstmal den Termin so für Mai genannt, fürs nächste Update, was im Mai kommen soll. Und ja, so sieht's aus. Also sie können halt durch diese Arbeit, die sie jetzt zu Hause verrichten und so, kommen sie halt nicht nach so richtig mit diesem Update veröffentlichen. Und deswegen haben sie sich gedacht, ja gut, dann machen wir es so. Das Update, was jetzt eigentlich diese Woche bzw. nächste Woche rauskommen sollte, das wurde jetzt auf Mitte Mai oder Mai, Anfang Mai haben sie geschrieben, so zum 1. Mai Update, was kommen sollte, haben sie es dazu gepackt. Und ja, sie wollten es, wie gesagt, auch im April, Mitte April, so Ende April veröffentlichen, so halt wie es geht. Aber da keiner vorhersehen kann, wie die Lage momentan ist mit diesem Virus da, Dingsens, ja, weiß keiner, wie das aussehen wird in einem Monat oder so. Deswegen hat man erstmal gesagt, gut, da wird das erstmal jetzt auf einen Monat plus verschoben, um zu gucken, wie die Lage dann ist. Und ja, sie haben geschrieben, dass sie halt uns weiter auf dem Laufenden halten werden, wie es dann aussieht. Und ja, gucken wir mal, wie es dann aussieht mit Battlefield 5 im Mai. Und ja, sie haben hier auch geschrieben, dass noch neue Änderungen kommen werden im Mai. Und die sind echt geil und ich bin auch recht gehypt drauf. Und zwar kommen dazu neue Karten, Transportfahrzeug-Skins und zusätzlich regelmäßige Korrekturen und Verbesserungen und Änderungen halt an Zeit und Pipapo, dies, das, jenes, halt das typisch am Spiel, ne, wie man es kennt. Das, was 5-mal überarbeitet wurde, wird auch 6-mal überarbeitet. Kleines Spaß. Ja, so sieht's aus. Also, ja, ein paar geile Änderungen werden auf jeden Fall auf uns noch zukommen, aber fürs Erste erstmal nicht. Das heißt, ja, wir werden dann erstmal einen Monat lang wahrscheinlich keinen Content erhalten, aber wir können trotzdem gehypt bleiben auf Mai, vielleicht auch ein bisschen später, aber umso länger es herauszögert sich, umso mehr gehypter müssten wir eigentlich sein, oder? Ja, das auf jeden Fall zu Battlefield 5. Kommen wir jetzt zu Battlefront 2. Und zwar, Battlefront 2 hat ja auch ja, eine Beeinflussung dadurch erlitten, da auch DICE natürlich das gleiche Entwicklerstudio dort ist mit das Hauptentwicklerstudio. Und ja, DICE hat dort auch die Arbeit nach Hause verlegt bei ihren Arbeitern und ja, sie haben dort aber voraussichtlich das Update von Scarif, also das Age of the Rebellion Update, was eigentlich diesen Monat erscheinen sollte noch, beziehungsweise erst nächsten Monat, Anfang nächsten Monat, diese Woche auf jeden Fall erscheinen sollte ungefähr so, ja, das haben sie auch verschoben auf nächsten Monat, Mitte April soll es erscheinen. Sie sind sich auch noch nicht sicher, da wir ausgehen können, da ist es meistens gerne Battlefront 2 und Battlefield 5 so ungefähr gleich veröffentlicht, die Updates. So ungefähr eine Woche Verzögerung oder so hauen sie gerne da mal raus. Können wir davon ausgehen, dass wirklich, wenn da Battlefront 2 ein Update Mitte April jetzt bekommen sollte, rein hypothetisch, dass da Battlefield 5 vielleicht auch nachzieht Mitte April oder eine Woche nach Mitte April. Mal gucken, ja, so sieht's aus. Also sie wollten es unbedingt noch Mitte April raushauen. Aber ja, wenn die schon bei Battlefield 5 so ausgehen davon, dann können wir da wahrscheinlich auch erst auf Mai, Anfang Mai hoffen. Ja, so viel dazu. Ja, dann kommen wir zu ganz neuen Sachen noch mit, die noch angekündigt wurden. Es wurden noch neue zusätzliche Helden für Koop, Helden des Schurken und Helden- und Bösewichtsauftritte werden eintreffen und pipapo. Also, da kommt noch was Geiles dazu. Und
Dann wird auch noch in den kommenden Wochen ein paar Details zu Scarif, zu Rogue One kommen. Und also ein paar weitere Details von den Bereitstellungsplänen und so. Und ja, das dazu schon mal. Und sie werden uns auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, sobald was Neues rauskommt. Und wir sollen auch nicht vergessen, haben sie nochmal nice geschrieben, jeden Mittwoch zweimal mehr XP, ne? Könnt ihr euch gönnen. Und wir haben auch vom 27. bis 29. März, also letztes Wochenende, jetzt dreimal mehr XP gehabt. Dieses Wochenende sollte auch wieder ein Update am Start sein. Ich glaube, irgendwas mit XP wieder erwähnt, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, so viel dazu. Also da kommen ein paar neue Maps auf uns zu, auch gerade für totale Feuerschaft. Und ja, bin ich mal gehypt, Leute, mal gespannt, was da kommt. Dann soll auch ein neuer Offline-Modus reinkommen, eine neue Offline-Spielmöglichkeit soll eintreten auch mit. Und ja, das auch mit für Rebellion. Bin ich mal gespannt, was da so rauskommen wird. Und ja, ich denke mal, ihr auch. Bis dahin, Leute, würde ich sagen, haut da rein. Habt noch einen schönen Tag, schönen Abend. Ich hoffe, ihr bleibt gesund. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Livestream, im nächsten Video. Und wie gesagt, leider schade, dass die Updates erstmal verschoben werden. Aber naja, wenn die Updates dadurch noch besser werden, dann können wir auf jeden Fall uns drauf freuen. Ja, bis dahin, haut da rein. Tschüss. Und wie gesagt, habt viel Spaß mit Battlefront 2, Battlefield 5 und bleibt dran.